Guten Tag und herzlich willkommen in Hockenheim, Heimat des Großen Preises von Deutschland, für die heutige Trainingssession. Für einige der besten Fahrer ist es ein großes Wochenende, da sie auf heimatlichem Boden punkten möchten. Wir werden in Kürze loslegen und sehen, wie sie vorwärts kommen. Natürlich liegt der Fokus hauptsächlich auf den Fahrern, aber es ist sehr wichtig, dass auch die Mechaniker alles hinbekommen, da schon der kleinste Fehler das Team und seine Fahrer ein gutes Rennresultat kosten können. Diese Typen sind so akribisch. Sie trainieren dauernd all ihre Abläufe und perfektionieren sie. Denk ja nicht, dass sie nicht genauso unter Druck stehen wie die Fahrer. Derzeit ist das ganze Team sehr angespannt. Ja, willkommen zum Großen Preis von Deutschland. Und ich bekomme einen Sponsorenbonus von 300. Deine Leistung auf der Strecke ist nicht unbemerkt geblieben. Die Teamsponsoren haben mehr investiert. Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Ja, schauen wir uns auch mal an. Also, die Motorleistung durch Kurbelwelle. Das ist die zweite Upgrade-Stufe. Motorleistung plus BAP. Teilinformation: Eine stärkere Kurbelwelle kann die Last des Motors besser kompensieren, wodurch die Leistung ohne zusätzliche Abnutzungserscheinung gesteigert wird. Gut, ansonsten 377 Punkte. Wir sehen schon mal, ja, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, eine nächste Ausbaustufe zu erreichen. Das ist das nächste oder nächstliegendste. Dafür würde das hier, also die beiden würden am meisten bringen. Kosten allerdings auch deutlich mehr. Werden wir sehen. Gehen wir einfach mal zum Training. So. Los geht's mit der Akklimatisierung. Ah, bis hierhin ist gut. Naja, es gilt zumindest als erwischt. Okay. Wow, das ist auch richtig gut. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Oh nein, 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 nein. Ja, ja, ich hab's verpasst. Also ich hab... es nicht geschafft, ja? Wie viele Punkte hatte ich denn gerade? Habe ich nicht mehr geguckt. Ich war schon so überrascht, dass es so gut aussah. Ach Mist. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Jetzt kann man also auch so fahren, gut. Ja, das Tor sollte man mir schon erwischen. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Ja. Schon wahr. Ah, es zählt nicht. Oh, verpasst.
Oh nein, was macht der da? Meine Güte. Das waren ja Stillversuche. Okay. Wie gesagt, wieder Autodrom hier oder Motodrom oder wie heißt das? Motodrom heißt es, glaube ich, ne? Ich hatte 505 von 525 möglichen. Ah, okay. Also hatte ich es doch perfekt. Meine Güte. Ich hatte schon diese Befürchtung, was noch weitergehen oder beim Qualifying-Tempo gerne das mal abbricht. Ja, dann schauen wir noch, was wir für Punkte gekriegt haben. Vor allem die straffrei geblieben. Wieder ein kurzer Blick auf die Ressourcenpunkte. Ja, eigentlich alles perfekt. Besser ging es nicht für diese Runde. Bin vor allem mal gespannt, ob sich die Zeit anpasst zu den Reifen, die ich erreichen muss. Weiß ich nämlich gar nicht. Ich habe das zwar schon mal gemacht, aber es ist schon eine Weile her. Ich andere Reifen genutzt habe als sie vorgeschlagen. Okay, ich muss ein bisschen stärker lenken. Oh, das ist gar nicht gut. Ich weiß auch warum. Hätte ich vom Gas gehen müssen, beziehungsweise anders lenken. Schlechte Kombination in dem Fall. Okay, jetzt habe ich es übertrieben an der Ecke. Okay, das Tempo haben wir schon gut im Griff. Und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als gerade. Okay, hat gerade so gepasst. Ja,
Ich habe direkt... Oh, ich habe Hamilton hinter mir. Dann müsste mich ja jetzt überholen können. Tut's nicht. Okay, ich habe abgebremst. Will die Reifen, aber auch dafür, dass der mich überholen kann. Ja, komm, das wird wieder lila, sehr schön. Mit dem Tempo sind wir zufrieden und den Reifen ist es in dieser Runde auch sehr gut ergangen. Also ist auf jeden Fall an die weißen Reifen angepasst. Das merkt man ja jetzt. Aber es fährt sich natürlich schon ein bisschen schwammiger mit den weißen. Ich würde lieber mit dem gelben fahren im Rennen. Bin ich zeitlich sogar deutlich besser als vorhin. Und dafür habe ich jetzt ganz schön nachgelassen. Ja. Okay, so konnte man es noch Richtung Lila verschieben. Da bin ich zwar fast auf der Strecke stehen geblieben gefühlt, aber... Oh, das war knapp. Ich brauche noch 20 Punkte. Bei 45 möglichen. Oder habe ich aus Versehen zu viel Gas genommen? Das war so nicht geplant. Oh, was mache ich denn? Nicht stehen bleiben? Oha. Das Tempo haben wir schon gut im Griff und in der letzten Runde haben die Reifen weniger abgekriegt, als wir erwarteten. Es ließ sich tatsächlich beides noch verschieben in den richtigen Bereich, aber das war jetzt sehr, sehr knapp, weil ich nicht gut gefahren bin. Weil einfach nachlässig war. Oh, jetzt hier vom Gas gehen, ausgerechnet hier. Okay, 21% erst. Also lag es definitiv an mir.
Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Oh, 2 Sekunden schneller als nötig. Also, Lieder haben wir auch. Mal gucken, ob ich es jetzt wirklich perfekt schaffe. Habe ich, glaube ich, bei der Reifennutzung noch nicht geschafft bis hierhin. Also es geht auch mit den weißen Reifen, aber es fährt sich wirklich angenehmer mit den gelben oder roten. Und auf der Strecke macht das schon viel aus. Jawohl. Sogar perfekt abgeschlossen. So muss das nur sein. Möglicherweise. Kein Kommentar von wegen Abkürzung? Aber so wie ich darüber gefahren bin, hätte es eigentlich sein müssen. Okay, das kann man definitiv besser fahren, ruhiger. Okay, das war's schon wieder. Okay, das war deutlich schneller als beim letzten Mal. Also mal sehen, was uns dieses erfolgreiche Wochenende für Ressourcenpunkte beschert hat. Sind wir schon bei 642. Und mal gucken, wir haben noch eine Nachricht. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Ja, und das ist, mich als Elfter oder besser zu qualifizieren, das sollte kein Problem sein. Besser als Vettel qualifizieren, das kommt drauf an, und Wehrlein besiegen, gut. Also das Übliche. So, wir haben noch den kurzen Blick, das ist mittlerweile freigeschaltet. Fehlen noch die für 800, aber ich kriege keine 200 Punkte mehr. Trotzdem, wir warten bis zum Ende des Rennens mit dem Upgrade. Und deswegen sage ich erstmal, ciao, bis zum Qualifying.